Liebe Freunde, herzlich willkommen. Neuer Tag, neues Glück, neues Video, neues Glück. Ihr habt es vielleicht, der aufmerksame Abonnent hat es vielleicht gemerkt, dass wir zurzeit wieder nur noch einmal die Woche ein Video bringen. Der Grund dafür ist nicht, dass nichts los ist, sondern der Grund dafür ist, dass sich Dinge doch immer wieder wiederholen und ich irgendwie keine Lust hatte, euch dann den 10. M2 zu zeigen mit einem Dreifach-Clubsport-Fahrwerk und so. Das sind zwar alles tolle Autos, funktioniert alles super, aber irgendwie, weiß ich nicht, schreibt in die Kommentare, wenn wir euch das doch jedes Mal zeigen sollen und ihr das spannend findet, jedes Mal wieder. Aber heute Thema M4 G82. Es gibt schon ein Video dazu, wo wir das Auto einmal kurz fahren, oder? Mhm. Genau, das wäre einmal kurz ein paar Kilometer gefahren mit dem Ding, komplett Serie. Das ist jetzt schon auch eine Zeit lang her. Und was passiert jetzt mit dem Auto oder was ist bis dato passiert? Zum einen kriegt er jetzt ein Fahrwerk, ein schönes Dreifach-Competition von KW mit schönen Upside-Down und Feder auf dem Dämpfer und so weiter. Und alles cool, alles schick mit Uniball-Domlagern. Da sind wir schon gespannt. Vorne ist es schon drin, hinten kommt es jetzt dann rein. Was hat er noch bekommen? Wenn man hier reinschaut, sieht man schon, dass wir die Rückbank entfernt haben und es ist ein wunderbarer Clubsport GTS, sage ich mal, Bügel reingekommen. Den hat uns der Markus Paulus gemacht, das ist die Firma Stalus. Und wir verlinken ihn euch mal in der Videobeschreibung, dass ihr euch das da mal reinziehen könnt. Der ist echt super geworden, ein richtig schöner, klassischer Clubsportbügel. Schauen wir mal, ob wir da kurz irgendwie hinkommen. Da kriegt er noch Stahlflex-Bremsleitungen. Die liegen schon hier. Da ist das Federbein auch schon, ich glaube, weiß nicht, ob es schon festgeschraubt ist, aber es ist zumindest schon mal reingesteckt. Bei der Bremse ist es so, das ist ja beim M4 ein bisschen speziell. So, jetzt haben wir uns den Sitz hier so blöd reingeschraubt, dass man da nicht rankommt. Geh mal da rein, Tobi, und dann kommst du einfach hier vorne hin. Dieser Bügel ist ja angelehnt an den GTS. Also steht quasi hinten auf der Rückbank ein richtig schöner, toller GTS Clubsportbügel, sage ich jetzt mal, GTS in Anführungszeichen. Nicht mit irgendwelchen Muffen zum Drüberschieben, nicht irgendwie zum selber anpassen, basteln, whatever, sondern der passt da einfach schön rein. Lackiert in schicken BBS-Gold und wir haben hier mal einen Recaro Pole Position reingestellt, der ist ohne Bezug und ohne alles, weil das eigentlich ein Sitz ist, der mit einem anderen Bezug in ein anderes Auto von uns rein sollte. Und wir haben nur die Sitzkonsolen ausprobiert, weil wie ihr hier seht, sind hier die Sitzkonsolen drin vom F80. Wir wollten es einfach nur noch mal gegenchecken, ob die wirklich passen und es passt wunderbar. Also unsere Konsolen, die für den F80 sind, passen auch ins G-Modell wunderbar rein. Wir verlinken euch mal die ganzen Teile dann auch in der Videobeschreibung. Wir werden das jetzt nach und nach auch in den Online-Shop reinpacken. Hier drüben ist dieser serienmäßige Carbon-Sitz drinnen. Und der Markus, der Stalus, hat die Gurtstreben hinten jetzt so konstruiert, dass man sowohl mit diesem Gurt einen Vierpunktgurt fahren könnte, als auch mit einem Recaro Pole Position zum Beispiel. Warum sage ich hier extra könnte? Das Problem ist, dass der eine verstellbare Lehne hat. Und man sollte ja eigentlich keinen Vierpunktgurt mit verstellbarer Lehne fahren, weil man ja nicht weiß, für welche Kräfte diese Lehne ausgelegt ist, ob die das überhaupt hält. Das ist noch zu klären. So sieht es hier innen aus. So, und nachdem der dann beim Stalus fertig war, ist das Auto weitergegangen zu CRE Racing, weil es ist ein Handschalter. Three Pedals. Es ist ein CRE-Shifter reingekommen. Verlinken euch auch nochmal CRE in der Videobeschreibung. Das ist der erste M4 G82 auf der Welt mit Stalusbügel. Der erste M4 G82 auf der Welt mit einem CRE-Shifter. Ich weiß gar nicht, ob schon einer Pole Position reingemacht hat. Vielleicht die Amis oder so. Competition-Fahrwerk, weiß ich nicht, ob wir die ersten sind, die es eingebaut haben. Ich weiß aber, dass wir die ersten waren, die es gekriegt haben. Das hat sich nur bei uns alles ein bisschen nach hinten verschoben mit dem Auto. Bremse ist auch noch so ein Thema bei dem Auto. Bei der Bremse ist es so, der hat so ein halbes, ich sag mal ein halbes Drive-Brake-by-Wire-System. Da ist irgendwie ein Potti am Bremspedal dran und der pumpt dann selber Bremsflüssigkeit über das Hydraulikaggregat vom DSC immer wieder nach. Also der regelt quasi nach. Die Ingenieure verhindern so dieses Fading, was man immer auf der Rennstrecke hat, indem die da quasi immer wieder nachpumpen. Hinten ist der Sattel vom M5 F10, also der war uns schon bekannt. Vorne der Bremssattel ist allerdings irgendwas ganz anderes. Also
Es ist auf jeden Fall ein Brembo-Sattel und wir dachten erst, oh cool, das ist ein M6-Sattel. Allerdings ist das irgendein, keine Ahnung, was Sattel. Es könnte auch was von VW sein, so wie der ausschaut, oder Audi oder so, der ist relativ groß. Jetzt sind wir da aber über Nimex, die uns da auch ein bisschen unterstützen, die auch Partner sind für uns im Motorsport, in Kontakt gewesen wegen Pagid-Bremsbelägen für das Auto. Und Pagid ist wohl auch dran, da was zu machen und da sollten wir eigentlich jetzt dann die ersten Prototypen bekommen der Pagid-Bremsbeläge, um die dann mal in Hockenheim anzutesten, weil wir sind in wenigen Wochen in Hockenheim, eigentlich mit den Rennautos beim Testen, aber bei dem Trackday gibt es auch eine Straßenwagengruppe, da werden wir den Kollegen hier mitnehmen und einfach mal anrollen und schauen, wie er sich anstellt. Wir stehen nur gerade noch vor dem Problem der Bereifung oder der Beräderung, sagen wir es mal so. Hier seht ihr ja, Fahrwerk ist schon drin, das ist wunderbar, wir Competition dreifach. Bremsbeläge würde ich zur Not halt mal die Serie fahren, wenn es sich nicht anders ergibt. Hier hat ihr so eine Bremsenkühlungs-Dingsbums, da ist normalerweise ein Deckel drauf, den kann man runternehmen. So, kommen wir zum Problem der Räder, das wir gerade haben. BMW hat bei diesem Fahrzeug einen Lochkreis von 5x112 und einen Narbenbohrung hier von 66,6 mm. Also quasi Mercedes, Audi, wie es halt die neuen BMWs jetzt auch haben. Und das haben wir natürlich leider beim M4 und M3 auch durchgezogen. So, jetzt könnte man meinen, ist ja wurscht, kann man eine Audi-Felge drauf machen. Ja, könnte man theoretisch, aber das Problem ist, dass der unglaublich viel Platz im Rathaus hat. Das Auto kam mit serienmäßig dieser 18-19 Zoll Kombination und das hier ist eine 9,5x18 ET20. Serienmäßig hat der eine ET20, vorne und hinten ist eine 10,5x19 auch ET20. Und hat noch massiv Platz nach außen. Also könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie groß diese Radhäuser sind. Weil, wenn ihr euch erinnert, beim Vorgänger, beim F82 oder F80, war ja immer das Problem, dass man hinten eine wahnsinnig hohe ET brauchte, dass das Rad reingepasst hat. Da waren wir dann irgendwie bei 11 Zoll mit ET44, ET45, dass das da vernünftig drin stand und nicht einen Kilometer aus dem Radhaus rauskam. Hier, Radhäuser riesig, Platz ohne Ende. Also wir könnten hier, oder wir wollen hier fahren, vorne eine 11x18 ET12 und hinten eine 11,5x18 ET10 oder ET12 auch. Ja. Das ist so unser Target, was wir hier haben. Eventuell fahren wir auch 19 vorne hinten, das ist gerade noch ein bisschen in Klärung. Wir sind da in Kontakt mit BBS Motorsport. Da ist wiederum das Problem, dass die so lange Lieferzeit haben, dass die Räder erst irgendwann Ende September, Anfang Oktober hier wären. Und jetzt haben wir halt rumgeschaut, was wir machen könnten. ProTrack hat eine 11x18 ET20 in dem passenden Lochkreis. Allerdings passt die nicht über die Bremse vorne drüber, weil der Innendurchmesser der Felge zu klein ist. Das nächste Problem. Dann alle anderen Felgenhersteller haben nichts. Also es gibt ein paar 11x19 mit Audi-Lochkreis. Die haben aber dann eine ET von 45 oder 50 oder irgendwie so ein Quatsch, wo wir dann 3 cm Distanzscheiben pro Rad. Bräuchten. Das ist natürlich auch nicht zielführend. Und deshalb werden wir wahrscheinlich jetzt das wohl oder übel so machen, dass wir für den ersten Rollout auf diese Felgen vorne einen 265-40-18 statt 275-40-18, der serienmäßig drauf ist, Trofeo R drauf packen und hinten irgendwie ein 295-30 oder 285-30 19 Trofeo R drauf packen, um einfach mal fahren zu können mit dem guten Stück. Also das ist das, was bisher passiert ist. Also Stahlflex-Bremsleitungen, auf die Bremsfläche warten wir noch. Der Clubsportbügel, der wirklich sehr, sehr schön und sexy geworden ist. Der CAE-Shifter. Das Fahrwerk natürlich. In erster Linie, wir haben auch noch einen Heckflügel für das Auto. Da ist der Prototyp auch schon fertig. Das zeigen wir euch aber in dem Video noch nicht. Das werdet ihr dann im nächsten Video hoffentlich sehen können. Bei den Sitzen diskutieren wir gerade noch, weil es ist ja ein Kundenauto, ob wir die serienmäßigen Carbon-Sitze drin lassen oder ob wir nicht doch Pole Position reinmachen. Und ansonsten, was ist eigentlich vom M4? Also, so ist der aktuelle Stand zu diesem Projekt. Ich weiß gar nicht, ob es da draußen, ihr wisst es ja besser, weil ihr verfolgt ja alles, ob es da draußen noch wen anders gibt, der an so einem Auto in die Richtung arbeitet, in die wir arbeiten. Also so mit Clubsportbügel und so ein bisschen, sage ich mal, Clubsport-Umbaumäßig, GTS-Umbaumäßig. Oder ob die alle eher so auf Show gehen, weiß ich jetzt nicht, was die Kollegen da vorhaben. Also ich weiß, es gibt ein paar Autos mit 20 Zoll und 21 Zoll Rädern schon, aber das ist ja für uns nicht, also wir wissen, das schaut gut aus und alles schön und für die normale Straße fährt das auch, aber auf der Rennstrecke brauchen wir einfach
Reifen. Gummi außenrum und keine 21 Zoll Riesenräder. Jo, ich hoffe, das Projekt gefällt euch. Ihr müsstet den Kanal bitte abonnieren, dass ihr die weiteren Videos zu dem M4 mitverfolgen könnt. Und ansonsten schreibt doch einfach in die Kommentare, wenn ihr noch Fragen zum Auto habt. Dann versuchen wir die so schnell wie möglich und so gut wie möglich zu beantworten. Das war's, bis zum nächsten Mal.